Das Baumdiagramm zu dem Thema haben wir schon die Vierfeldertafel angeschaut. Ich habe hier die Jungs und die Mädchen und P von J meint die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Person ein Junge ist, 12 Neunzehntel und P von M, 7 Neunzehntel. Ja, weil ich 7 von 19 Mädchen habe und interessant ist diese Schreibweise. Ich habe hier nämlich, wenn ich weiß, ich habe einen Jungen, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er mit dem Radl gekommen ist, das ist R, ja, 4 Zwölftel und das schreibe ich hier so. P von Rad unter der Voraussetzung J. Ich weiß, es ist ein Junge. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit dem Radl da ist, 4 Zwölftel. Ja, und hier eben P von. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit dem Radl da ist, wenn ich weiß, es ist ein Mädchen, ist ein Siebtel, weil nur eins von 7 Mädchen da waren. Gut, und das hier alles wieder weg. Und da hinten ist hier steht der Schnitt. Also die 4 Neunzehntel, das sind die Jungs mit dem Rad. Von allen. Ja, es ist der geschnitten, ja. Und die 8 Neunzehntel, die Jungs ohne Rad und so weiter. Und ein Neunzehntel, das eine Mädchen, das mit dem Radl da ist. Wichtig ist die Pfadregel, die habe ich hier hingeschrieben, wenn mich eine Wahrscheinlichkeit interessiert. Zum Beispiel hier, so, da ist da. Mich interessiert die Wahrscheinlichkeit, dass einer gleichzeitig Junge ist und nicht mit dem Rad da ist. Dann multipliziere ich die 12 Neunzehntel mit den 8 Zwölftel. Oder hier habe ich es gemacht, da. Die Wahrscheinlichkeit. Mädchen und nicht mit dem Rad ist die Mädchenwahrscheinlichkeit, also diese hier. Und die Nicht-Rad-Wahrscheinlichkeit, also diese hier. Die zwei multipliziert und es gibt 6 Neunzehntel, das ist das, was da ist. Ja, und das nennt man Pfadregel, immer so entlang vom Pfad, immer so. Ich kann dann also beliebig, ich habe da hinten noch so ein Beispiel gemacht, ja, genau. Ich würfle, mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich? Keine 6, keine 6, keine 6, dreimal keine 6. Den Rest von dem Baum, das ignoriere ich. Mich interessiert nur der Pfad und dann habe ich eben ein Sechstel hoch 3. So, und das andere ist die Summenregel. Wenn ich so eine Oder-Geschichte habe, mich interessieren die Jungs mit, die mit dem Radl da sind und die Mädchen mit dem Radl. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit ist jemand entweder ein Junge mit Rad oder ein Mädchen mit Rad und dann plus, dann addiere ich diese hier. Genau, und wenn ich das hier alles addiere, dann muss unbedingt 1,00 rauskommen. Ja, genauso wie das hier, das muss auch 1,00 sein und das hier 1,00. Ja, genau, und das ist der Baum, vor allem mit dieser Schreibweise, bedingte Wahrscheinlichkeit. Ich könnte es jetzt auch umdrehen, ich könnte jetzt auch hier erstmal, das brauche ich hier nicht, hier. Ich hätte jetzt hier erstmal Rad, nicht Rad machen können und dann Junge, ja, und Mädchen. Also, dann wäre hier, wenn jemand mit dem Radl kommt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist er ein Junge, wenn ich weiß, er ist mit dem Rad da, das steht hier. Ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist jemand ein Junge, P von Junge, wenn ich weiß, er ist nicht mit dem Radl an der Schule.